Willst du was? I gotta be a good night. easy. Einfach Titus Model. Endlich lädt dieses Video hoch, Leute. Reaction auf die NTM, checkt's ab. Eine Stunde Material. Das eine ewig. Voila, wir haben so lange dafür gebraucht. Ey, zeig mal dein Outfit. Ja, ich habe was ganz anderes gewagt, Bro. Oh, das sieht voll cool aus. Zeig mal kurz Outfit, check schnell. Ich habe eine Skinny-Bomberjacke. Oh mein Gott, Skinny-Jacke. Oh, ich habe das so lange nicht mehr so gesehen. Zugenommen. Weißt du, wie ich reinkommen bin? Ich muss durch. Die Jacke gibt es bei H&M für 13 Euro, okay? Die ist so fresh. Bomberjacke, bitte lasst uns die wieder in die Mode bringen. Ich habe schon TikTok gemacht. Hinten sieht man vor allem, die Bomberjacke ist kurz und deswegen sieht sie geil aus. Ist es drin, ne? Ja, es ist drin. Alles gut. Ich bin die Bumme. Weil Tutti anscheinend nicht fragt, zeige ich euch mein Ding. Ich wollte gerade fragen. Ich denke, ja, keiner braucht dich. Das ist mein Outfit, so. Da ziehe ich doch einfach dazu an. Ich sage euch ehrlich, irgendwie fühle ich es nicht so ganz. Ich habe das Gefühl, es sieht aus wie zusammengeschmissen. Neben mir ist auch schwer, sich zu fühlen. Aber wie geht's in die Stadt? Wir gehen jetzt in die Stadt und versuchen, diese Tage heute noch zu retten. Jetzt hat Rachel den ganzen Tag geklaut. Komm, let's go. Zieh die Schuhe an. Oh, ich habe meine Schuhe im Zimmer vergessen. Fuck, Digga. Ey, das war das Geilste. Guck mal. Kommt der Nachbar zu mir, klingelt an der Tür, macht er so, ich hab Paket, macht er so, ich nehme das, ich sag so, okay, danke, mach die Tür zu. Er klingelt wieder, ich so, ja, dann hab ich so, ja, was denn? Sagt er so, sie haben meine Pakete. Ich sag so, ich war so im Stress und aufbrausig geworden, ja, ich konnte gar nicht nachdenken. Ich hab immer T-Shirts an. Heute sage ich, komm, Pulli, weil es kalt ist, plötzlich kommt die Sonne. Willst du mal? Oh, lass mal ganz kurz genießen, schnell, bevor es grün wird. Aber wir hatten nur Gewitter die letzten Tage. Okay, oh, wo ist er? Oh mein Gott, alle an der Ampel haben uns gerade angeguckt. Sagen, schlafen die da gerade? 8 Uhr bin wach. Wo sind meine Jungs? Die Hälfte in Haft. Die andere Flucht. Guck, guck, was Geld mit ihm macht. Die Engel sind stumm. Hier bei mir, wo ich wohne, leben dort, wille Gott. Meine Feinde reden Kruft. Weißt du, was ich so richtig unverschämt finde? Bitte? Da schicken mir Leute auf Instagram, aber richtig viele, gell? Bilder von AZ in einer Frau und sagen, oh mein Gott, AZ, der hat eine Freundin, der hat eine Freundin. Was, ja. Weißt du, was frech daran ist, Leute? Die haben die Frechheit, ein Bild von mir und AZ zu photoshoppen und das Gesicht einer anderen Frau drauf zu machen. Oh, Bruder. Wenn AZ oder so jetzt eine Freundin hat, ja, dann das erstens, sie wissen das schon, zweitens, das, wir feiern die trotzdem. Das ändert nichts daran, dass wir ihn lieben. Oder solange der Ring nicht am Finger ist, steht noch nichts fest. Nein, Leute, das ist doch nur diese Zuschauerliebe. Okay, nein, wenn AZ eine Freundin hat, dann hören wir den nicht mehr. Ich komme von ganz unten aus dem tiefen Block. Doch ich liebe Gott. Einfach genau hier hatten wir uns damals versteckt, als wir von den Bullen geflüchtet sind. Das weckt immer schöne Erinnerungen, wenn wir hier waren. Wisst ihr, was das Witzige war? Als sie gefahren sind, die hinter uns, da waren wir genau hier an der Ampel. Die neben uns, jetzt kommt Krankenwagen, Digga. Wir sind ins Parkhaus. Scheiß drauf, komm. Der hat gerade einen Stotteranfall, jetzt die Sauer, weil ich sage, ja komm, mach's. Nee, scheiß drauf, nee, ihr macht's doch jetzt. Ja, warum stotter ich so viel, Digga? Ich wollte sagen, die wollten nur sehen, ob wir wirklich dort parken oder rausfahren. Aber wir sind rausgefahren. Wir hätten doch dort parken sollen, damit die denken, ey, die wollten wirklich nur parken. Ja, genau. Ja, und warum hast du es nicht gesagt? Warum sind wir rausgefahren? Ich habe da nicht dran gedacht. Mein Herz war in der Hose, meine Niere war in meinem Gehirn. So, Baustelle wird kurz umgestellt von Horner. Ja, 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 Moment. Bro, warte. Danke, Bro. So macht man das. Ja. Wo kein Platz ist, wird Platz gemacht. Ja, was sagst du? Wir haben kein Geld für Parkschein und wir parken auf Ladezone. Ich muss irgendwas machen. Wisst ihr, wo der Mann verstanden ist? Da hat es gerade so ein Mann, so ein richtig breiter Mann, nach dem Weg gefragt und mit so einer süßen Dame. Und Horner so, so ja, echt eine coole Stimme. Seine Stimme ist so tief. Und jetzt sagen sie mal, I'm the Undertaker. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt hat hier wieder ein Buch zum Nachdenken. Ey, wir machen jetzt einen Plan. Du gehst ja zu den Sachen, mit, weil du psychologische Hilfe brauchst. Und du gehst zu Helfer. Und ich gehe zu Helfer. Perfekt. Weil vielleicht haben die Neuigkeiten, da kann ich dir davon berichten. Okay. Leute, die Ecke ist einfach kleiner geworden. Die war davor hier, jetzt ist hier. Und früher war es der ganze Tisch, jetzt ist nur noch der halbe Tisch. Hier ist jetzt irgendwas mit Animes. Dobby ist frei. Wir haben das Buch leider nicht gefunden. Tut mir leid für dich, Totti. Schnick, Schnack, Schnuck, asiatische Nudeln oder Döner oder Dürüm. Okay, Schnick, Schnack, Schnuck. Aber wer ist wer? Ich bin Döner und Dürüm natürlich. Achso, ah, ich hab ja gewonnen. Oh, scheiße. Hä? Nein, ich bin Döner. Wir sind real. Wir lassen es so. Ich hab gewonnen, aber wir holen trotzdem den Döner. Vatern ist da. Vatern, komm her. Salam. Mission Süßigkeiten suchen und kaufen für Filmabend. Easy. Easy. Das sieht doch schon mal gut aus. Schokolade haben wir. Jetzt Gummibärchen drauf. Du bist schlau. Du bist Bro, schlau. Fanta. Du bist auch schlau. Warte, wo sind die Einhörner? Da.
Nein, warum die Einhörner? Ich kann die nicht mehr sehen. Bist du überhaupt ein Junge? Einhörner? Nein. Ego! Das ging mein Auge geschlagen. Achtung, wer fängt? Ey, du hast gerade meinen Nagel gebrochen. Du hast meinen Nagel. Sag der Tüte, dass du sie immer. Ich mag dich. Machen wir jetzt eine Wette, wer ist das erste zu Hause, okay? Ja, also ich weiß ja, dass du schon verlierst. Du, aber nein, du kannst wirklich gewinnen, weil du hast keine Ampeln. Aber guck bitte, weil sonst... Aber wie machen wir? Wir machen 100 Euro auf ganz schmackhaft. Okay, ganz schmackhaft. Wow, ganz schmackhaft. Ein paar Sekunden später. Das ist schon das Wurde! Shit. Oh, wir haben Rote Ampel, nein! Nein, wir haben die Rote Ampel! Du warst sehr, sehr gut. Natürlich kriegt er keine 100 Euro. Halt die Baule mit Schatten. Tja, mit dem Filmabend wurde es nicht 10 Minuten zu Hause, Horner so. Was ist das, Horner? Horner, wir wollten noch einen Filmabend machen. Okay, Horner ist weg. What? What the fuck? Ich glaube, ich trinke da jetzt mal eine Fanta und guck selbst den Film. Guck den Film alleine weiter, wir sehen uns morgen. Tschüss, gute Nacht. Ich fühle mich und sehe aus wie ein Cheche. Hast du etwas zur Verteidigung zu sagen? Horner, ist jetzt aufgestanden. Ich habe gestern, ich weiß nicht, ob es im Vlog gesagt hat, ich habe es auf jeden Fall bei Tuttis TikTok gesagt, gell? Ich habe gesagt, ey, ich bin schon müde. Okay. Ich bin so müde. Ich habe dich vorgewarnt. Ich bin schon müde. Wir waren 10 Minuten zu Hause. Ich war direkt, du warst knock. Ich war müde. Ich bin mit Full Make-up eingeschlafen, dann heute Morgen um 5 Uhr, ich stehe so auf. Ich gehe sonst mal. Wir haben sie einfach auf dem Sofa gelassen. Ich so, oh, da komm ins Bett, ich hab das Bett gemacht, komm. Die so, lass mich. Ich so, ich fasse es nicht mehr an, gell? Das ist ein Tier. Das war so, das Bett. Ich hab mein Gesicht gewaschen, dann bin ich zu dir ins Bett gekommen. Erinnerst du dich noch? Weil du hast so gemacht. Oh, hi, Hanna. Mama macht das beste Essen. Na, 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 na. Capri Sun. Boah, dieser Käsekuchen ist so lecker. 3,50 Euro, ich komme nicht drauf klar. Das ist echt sehr teuer. Tonche, was hast du? Meine Mama hat Cappuccino. Gehen wir da später rüber? Ja, aber stopp, die verkaufen da nur Erdbeeren einfach. Da mehr gibt's da, glaube ich. Nein, da gibt's auch Autoscooter und sowas. Echt? Ja. Ich habe gehofft, hier gibt's Autoscooter. Ja, hier gibt's nur so Ketten und so T-Shirts. Wo sind die Autoscooter? Kiss the night gonna be a good night. Kiss the night gonna be a good night. Doch gesagt, Horner, hier gibt's ein bisschen was zum Spielen. Perfekt. Oh nein, Bruder. Meine Sucht verfolgt mich. Oh, der sieht schon stramm aus, Horner. Den kann man schon gewinnen. Geil aus. Ah, er hat gewonnen. Du hast 2 Versuche. Ja, ja. Digga. Komm, Bruder. Ah, der war so schwach. Lass jeder einmal allein. Ich bin Fahrschullehrer da. Echt? Wir sind ja in Frankfurt gar nicht Autoscooter gefahren, weil wir wollten die krassen Sachen für euch ausprobieren. Jetzt hol ich das mal. Du bist so leicht mehr gefahren. Du fährst, ne? Ja. Ah, ich hab Angst. Guck mal, ey, das ist doch richtig gleich. Jeder einfach ins Bein sitzen lassen. Es ist schon ein bisschen her, ne, wo wir Hochhalten gemacht haben das letzte Mal. Wie hast du dich verbessert? 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe so falsch gezählt, aber safe 30. 1, 2, 3, 4. Ich schneide das alles zusammen und dann irgendwann mal gibt es 100. Ich übe weiter, Ende des Jahres. Ihr seht mich in der Champions League. Wir haben 2 Uhr und Hanna und ich, wir wollten eigentlich mit meiner Mom jetzt Fluch der Karibik gucken, Wohnzimmer. Aber unser Bruder hat morgen einen wichtigen Termin und deswegen dürfen wir nicht so laut sein im Wohnzimmer. Also kann man auch keinen Film schauen. Und deswegen habe ich gesagt, weißt du was, Mom? Sorry, aber ich gehe jetzt ins Zimmer mit Hanna und gucke dann Harry Potter, weil, ey, die geht dann eh jetzt schlafen, ne? Ich mache jetzt unser Bett und dann werden wir Harry Potter gucken. Hanna ist gerade im Bad und schminkt sich ab. Bei dem Laptop hat Hanna einfach so gesagt, ey, lächel mal in die Kamera, ist okay. Und es hat sie jetzt einfach als Weg genommen, so süß, Junge. Und dann kriegst du so ein Pärchen. Lass Teil 2 gucken. Oh mein Gott, ich liebe diese Musik. Okay, Hanna ist zurück. Oh, geil. Ich hab schon vorbereitet. Oh Gott, das sieht so richtig unspektakulär aus. Digga, warte mal. Das sieht echt sehr gemütlich aus. Nein, Hanna, ich wollte das richtig cool machen. Das sieht so scheiße aus. Geh doch mal raus. Oh Gott, Hanna hat mich überredet. Also, wir haben Süßigkeiten doch geholt und wir gucken jetzt den dritten Teil. Warum? Das hat einen bestimmten Grund. Guck, wie die sich
freut. Komm. Maxima. Ich kann sogar noch was Geileres. Komm, ich will. Aber ich liebe die Anfangsszene auch im dritten Film. Komm. Du musst Maxima. Tschü, wo hast du das denn gemacht? Wie hast du das denn bekommen? Was ist da drin, oder? Das ist der goldene Schnatz, Leute. Den hat Harry Potter im ersten Teil mit dem Mund gefangen. Und wie machst du das wieder aus? Nox. Okay, gut, das ist ein Tropfen. Kennst du diese Hunde? Oh mein Gott. Leute, gute Nacht. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, wir werden uns jetzt den Film. Oh mein Gott, ich freue mich.